Aber der Weg nach Elenzefar war tückisch. Konrad und seine Männer wurden von Untoten aufgehalten. Ach, da unten. Der Muff Malal. Ah, eine Gruppe von Elfen. Schon bald werden wir Elfenzombies in unseren Reihen begrüßen dürfen. Ein Herr in den Ruinen dort drüben scheint sich etwas zu bewegen. Es scheint, als befände sich dort Untote. Könnten wir diese besiegen, wären uns die hiesigen Einwohner sicherlich dankbar. Oh. Doch ich weiß nicht, ob wir die nötige Stärke und nötige Zeit haben, gegen einen derartigen Feind ins Feld zu ziehen. Das Land von Untoten zu befreien scheint eine leichte Aufgabe zu sein. Für eure unerfahrenen Truppen wäre dies eine gute Möglichkeit, sich im Kampf zu erproben. Ein guter Vorschlag. Wenn wir die Belagerung von Elenzefar beenden wollen, könnten wir jeden erfahrenen Mann brauchen. Euch obliegt die Entscheidung, mein Herr. Wenn wir weiterreisen, sollten wir uns eilen, bevor die Untoten uns in Kämpfe verwickeln können. Wenn wir kämpfen, zu den Waffen. Bonus für frühzeitiges Ende. Okay. Ja, ich gehe halt nach da oben, ne? Der Muff Malal. Muff Halal. Wo ist denn hier mein treuer Magier? Nur Magier hole ich jetzt rein, ne? Den Elfenspeer hole ich auch noch mit rein. Oh, der dunkle Adepten, okay. Kann ich mich beim letzten Mal nicht mehr dran erinnern, dass er die hatte. Ich glaube tatsächlich, ich brauche jetzt hier nicht so krass viele Einheiten. Ja, es braucht halt nur die einfachen. Da spricht nichts dagegen, dass ich den wieder mit reinhole. Ansonsten habe ich ja eigentlich niemanden mehr, der so wirklich. Komm, den Elfkrieger mache ich auch noch mit rein. Jetzt schicke ich Konrad auch mal mit nach unten. Für den Fall, dass der sein Ding verlässt. Oh, was hat er da? Ah, wandelnde Leiche. Okay, Berührung. Muss ich aber jetzt aufpassen. Jemand hat auch nur 4 Erfahrungspunkte. Minus 4 Gold, okay. Das war gespeichert. Okay.
mache ich euch zum Ritter. Nehmen wir mal am liebsten mal die Einheiten, die am meisten aufsteigen können. So, dann kann der hier noch ein bisschen schießen. Autsch. Dann schicke ich tatsächlich mal damit hin. Konrad so zwischen rein. Der hat noch kaum Erfahrung. Mehr von oben runter. Okay, dann gucke ich mal. Er war schon dran. Er hat schon gezogen. Wir müssen in Runde 5. Okay, das wird jetzt ein bisschen. Das wird jetzt schon ein bisschen knapp, ne? Also, die muss ich jetzt auf jeden Fall mal nach hinten zurückziehen. Die beiden am besten. Wie ist da noch so eine Heilerin mit hin? Konrad, den schicke ich daher. Das sind die Magier. Die Magier will ich nur ungern gegen den Adepten eigentlich kämpfen lassen. Da schicke ich dann eher mal die Kämpfer vor. Ja, okay, wenn er jetzt wirklich komplett trifft. Ja, er muss halt viermal treffen dafür. Dann ist der Adept schon weg, ne? Aber er muss halt dafür auch treffen. Ne, dann lasse ich ihn jetzt mal angreifen mit seinem Schwert. Da kommt er nochmal. Zack. Ne, das Risiko kriege ich nicht ein. Hier ihn runterziehen. Okay, er braucht halt dann auch noch mal einen Heiler. Also er braucht halt selber einen Heiler. Ich habe nur eine mitgenommen, ne? Ja. Weil ich davon ausging, dass ich noch. Dass es eigentlich reichen wird. Er hat nicht genug Bewegungspunkte dafür. Jetzt speichere ich erstmal. Das ist so ein 100% Ding. Oh,
Ja gut, dann werden da beide geheilt. Hier noch irgendeinen, der nicht geht. Achso, ja, die beiden da. Ja, bei ihnen kann ich eigentlich draufsetzen. Die kosten, glaube ich, um 8 Gold oder so, die Zombies. Ach, scheiße. Da werden sie mit Move mal da. Ah, ja, okay. 11 Minuten davor. Ah, das war der eine. Ich glaube, da habe ich selber gespeichert, ne? Genau. Boah. 70% Chance, ne? Passt. Auch in Ordnung. So, der ist dead. Schicke ich den dahin. Da runter. Schicke ich die jetzt mal dahin. Gut. Ich habe außer den beiden. Darüber. So, dann sammle ich die Leute mal um Muff Malal. Der ist tot. Der hätte gefährlich werden können. Seine Arkanmagie. Könnte auch sein, dass ich den Move jetzt dann noch wegballer. Aber ich glaube es tatsächlich jetzt noch nicht so ganz. Schicke ich mir daher. Von denen weiß fast jeder dran. Der Sieg ist unser. Lasst uns hoffen, dass diese Verzögerung. Na. Ich wollte, dass er nur einmal trifft. Ja, schon wieder. Okay, dann nimmt er sein Schwert. Stimmt, der ist ja auch noch da. Der kann damit gut aufsteigen, was ich ihn über die.
Die eine unten brauche ich nicht. Der Sieg ist unser. Lass uns hoffen, dass diese Verzögerung sich nicht auf unsere Aufgabe, Elensefa zu retten, auswirkt. Zumindest haben wir diese unschuldigen Menschen befreit. Wir müssen uns nun wirklich sputen. Ja, gut, ich habe nicht viel Gold mit rübergenommen.